Meine Damen und Herren, ich möchte mich jetzt an erster Stelle wirklich bei Ihnen auf das Allerherzlichste bedanken. Ich hätte, wie in den letzten Jahren, nie geglaubt, dass so viele Leute erstens einmal unsere Einladung annehmen. Das ist für uns und das gesamte Team eine riesengroße Wertschätzung. Die Start-up-Party gibt es seit dem ersten Lipizzaner Heimatlauf im Jahr 2002. Damals das erste Mal in Bernbach im Glassender. Gedacht war das als sozusagen offizieller Start für den Lipizzaner Heimatlauf, für die Bewerbung. Sagen wir mal, da gibt es für mich eine sportliche Ebene natürlich zwischen den Läufern, die Laufsport machen, und unseren Pferden. Wir machen auch Laufsport. Wir haben gerade letztes Wochenende ein großes Turnier gehabt, die Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaften. Und natürlich die Kooperation in der Gegend, weil ja diese Gegend bei uns Lipizzaner Heimat heißt. Und da sind wir sehr froh, dass ihr bei uns diesen Riesenlauf organisiert, der, glaube ich, ideal in diese Landschaft passt. Seit dem vorigen Jahr haben wir einen offiziellen Lipizzaner Heimatlauf Wein in einer beschränkten Ausgabe von 100 Flaschen. Das ist ein Präsent für die Sponsoren und für gute Freunde des Lipizzaner Heimatlaufes. Ja, diese Starterparty, das ist für mich so ein Kennenlernen an den Funktionären, die was das aufbereiten, wahnsinnig viel Arbeit. Es tut jedem Sponsor auch gut, da eingeladen zu sein. Gibt sehr wenige Veranstaltungen, die sich die Mühe machen, Sponsoren einzuladen. Und das gibt auch den Lipizzaner Heimatlauf den Erfolg und immer wieder neue Sponsoren. Und man sponsert gern und ist gern bereit, etwas für die Gegend, für die Heimat, etwas zu tun. Nachdem ich heuer die Absicht wieder habe, wirklich die 21 Kilometer zu laufen, habe ich mich im Training vorbereitet. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, mit meinen Kollegen gemeinsam Motivation zu betreiben, weil wir sind ja im Gastro-Team mit ca. 25 Mitarbeitern vertreten. Da üben wir zwar nicht, vor allem nicht passiv, sondern wir schauen, dass wir einfach alle mit Begeisterung wieder dabei sind. Der Lipizzanerlauf ist für uns ja nicht nur Sponsorgeschichte, sondern wirklich eine Vereinsgeschichte geworden, und wir sind alle Mitglied des Vereines. Ja, der Lipizzaner Heimatlauf ist, denke ich, schon ein Aushängeschild für den Bezirk geworden. Den Werbewert kann man, glaube ich, gar nicht bemessen. So gut läuft diese Veranstaltung seit vielen Jahren schon und ist aus unserer Region nicht mehr wegzudenken. Ich werde heuer leider nicht mitlaufen. Erstens einmal ist mein Training, schauen Sie mich an, nicht so gelaufen wahrscheinlich, wie es sollte. Und ich bin auf einem Gespannfahrturnier mit den Lipizzanern. Und da müssen bei mir die Lipizzaner laufen. Vielleicht ein 400-Meter-Lauf, das wird sich noch ausgehen. Also ich habe bei mir gesagt, laufen, 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 und die tun nicht trinken, 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 sondern trinken, servieren, trinken, servieren. Wir haben hier viele Veranstaltungen bei uns im Haus, und da gibt es viele Möglichkeiten, sich sehr gut vorzubereiten. Ich kann leider nicht mitlaufen, weil genau an dem Tag mein Sohn heiratet. Ich habe zwar ihm gesagt, ich werde kurz einmal weggehen und den Lipizzanerlauf laufen, aber dann hat es einen großen Aufschrei gegeben, hat er gesagt, Papa, dir traue ich zu, aber du musst schön da bleiben. Also wie wir im Endeffekt auch in unserer Werbeaussage bekannt machen, vermutlich die beste Milch der Welt. Und es kann nur das beste Topping, muss ich sagen, für den Lipizzanerlauf sein. Ja, also mein größter Wunsch ist es immer, dass die Veranstaltung ohne Verletzte abläuft.